Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Ja, ich war gerade in Brüssel zu Hintergrundgesprächen mit der EU und einige wichtige Themen drängen sich da gerade auf. Allen voraus der 7-jährige Haushaltsrahmen, den Günther Oettinger, der Haushaltskommissar, nun im Mai vorstellen wird. Wie wird das Budget der EU verteilt? Und die Frage stellt sich auch im Hinblick auf den Brexit, denn jedes Jahr fehlen der EU in Zukunft 10 bis 14 Milliarden Euro, die eben nicht mehr aus London in den Topf kommen. Kann man sparen oder müssen die anderen Länder zuzahlen? Vermutlich wird es eine Mischung aus beidem sein. Im nächsten Jahr ist außerdem noch die Europawahl und das heißt, wenn man sich bis dahin nicht auf den Haushaltsplan geeinigt hat, wird es erstmal eine ganze Weile dauern. Wo geht das Geld hin? Bisher gehen 39% in den Agrartopf, das sind etwa 56 Milliarden Euro jedes Jahr. Die Bauern, die sind ja von der Tradition her schon lange in der EU ein ganz wichtiges Thema, haben da eine ganz starke Lobby. Direktinvestitionen gehen da an die Bauern und auf der anderen Seite in Projekte. Dann haben wir natürlich das große Thema Migration, was in den letzten Jahren natürlich immer mehr Geld erforderlich gemacht hat. Auch da wird man aus diesem Topf mehr Geld brauchen. Es wurde ganz klar gesagt, dass 5000 Flüchtlinge etwa jeden Monat neu nach Deutschland kommen, legal oder illegal vor allen Dingen, die auch nicht mal registriert wurden in Ländern wie Italien oder Griechenland. Am 13. März wird es dazu den neuen Fortschrittsbericht geben und da stehen dann die aktuellen Zahlen drin. Es gibt Pilotprojekte, wo man die begrenzte legale Migration probiert, also Flüchtlinge schon in Drittstaaten zu registrieren und dann vielleicht versuchen, sie zu verteilen. Aber das kann man auch nur mit Ländern machen, die auch bei einer Rückführung mitarbeiten und kooperieren. Ein großer Schritt sind auch neue Datenbanken, die es ab 2020, 2021 geben soll, wo man wirklich in der EU die Leute registriert und alle wichtigen Daten zur Verfügung hat, die Identität prüfen kann und dass man genau weiß, wer wo wann in der EU ist und war. Im Mai treten außerdem in Kraft die Fluggastdatenspeicherung. Frankreich hat da sehr drauf gedrängt nach den Terroranschlägen dort. Deutschland ist noch nicht ganz so weit. Dort läuft erst eine Testphase. Und die Datenschutzgrundverordnung. Eigentlich sollte sie im Mai in Kraft treten, aber der EU-Rat hat nun da Fehler gesehen und will noch mal drüber sprechen. Also dort ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Eine wichtige Verordnung, die auch viele deutsche Unternehmen betrifft. Außerdem ging es um die Aufnahme der Balkanstaaten. Juncker hatte ja gesagt, dass er sich vorstellen könnte, bis 2025 die ersten Staaten mit in der EU zu sehen, was sehr ambitioniert gesehen wird. Und generell erwartet man in der EU eine stärkere Rolle von Deutschland. Man erwartet auch von der Kanzlerin von Angela Merkel, dass sie ihre Visionen für Europa doch bald mitteilen wird. Ja, soweit ein interessanter Überblick über die Themen, die momentan in der EU wirklich brennen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.